Ich heiße Elena Wassen und mache Wasserspringen. Das Besondere an Wasserspringen ist, dass es sehr vielfältig ist und wir nicht den ganzen Tag nur ins Wasser springen, sondern auch sehr viel in der Trockenhalle machen, so ein bisschen wie Turnen. Wenn ich an der Turmkante stehe, habe ich manchmal relativ viel Angst, je nachdem, wie die Sprünge vorher gelaufen sind. Und wenn was schief geht, muss ich es halt nochmal machen, so lange, bis es gut wird. Es ist halt, je größer der Fehler, desto mehr kann man daraus lernen. Am Anfang war es relativ schwer, als alle Wettkämpfe abgesagt wurden, sich zu motivieren. Aber irgendwann kam ja dann, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden und dann kam auch die Motivation wieder. Scheitern ist okay, es nicht zu versuchen, nicht.